Jetzt kommt eine Textaufgabe und zwar mit Dezimalzahlen. Schauen wir mal. Am Samstag sind Willis Zwillingsschwestern zur Welt gekommen. Willi durfte bei der Namensgebung helfen. Seine Schwestern heißen nun Hanni und Nanni. Kennt die Geschichten heutzutage noch jemand? Na egal. Hannis Geburtsgewicht betrug 2,22 Kilogramm und sie war 47 Zentimeter winzig. Nanni war bei der Geburt 2 Zentimeter größer und wog 2,39 Kilogramm. Achtung, hier kommt die Frage. Die Frage ist, wo ist mein Stift? Wie schwer waren die Zwillinge am Tage ihrer Geburt zusammen? Also, was müssen wir ausrechnen? Wir müssen Hannis Gewicht plus Nannis Gewicht rechnen, um das Gesamtgewicht zu ermitteln. Jetzt schauen wir im Text nochmal vorsichtig nach, was hier steht. Also wir haben hier Hannis Geburtsgewicht, das sieht gut aus. Und das betrug 2,22 Kilogramm. Also das schreibe ich hier auf, 2,22 Kilogramm. Und dann steht hier, sie war 47 cm klein oder groß oder wie auch immer. Das ist hier ein Ablenkungsmanöver. Wir wollen hier keine Größe berechnen, sondern das Gewicht. Also dürfen wir diese Zahl hier ganz locker links liegen lassen. Als nächstes schauen wir uns Nannys Gewicht an. Nanny, da steht hier, war bei der Geburt größer. Auch das interessiert uns nicht hier. Hier steht wog, das ist, was wir wissen wollen. Wog 2,39 Kilogramm. Das Addieren von Dezimalzahlen ist ja eigentlich nichts anderes als was du bisher auch schon immer gemacht hast. Du musst nur aufpassen, dass das Komma immer unter dem Komma steht beim Aufreihen der Zahlen. Also du musst echt ganz doll aufpassen, dass das Komma hier unter dem Komma steht und dann kannst du die Zahl hier eintragen. Also 2,39. So, und dann sind wir schon fast fertig. Jetzt müssen wir es bloß nur ausrechnen. Plus und Kilogramm ergibt natürlich weiterhin Kilogramm. Und dann haben wir hier, wir fangen wieder rechts in der kleinsten Stelle an, bei den Hundertsteln. 2 Hundertstel plus 9 Hundertstel sind 11 Hundertstel. Eins hingeschrieben, eins übertragen. 1 Zehntel plus 2 Zehntel plus 3 Zehntel ergibt 6 Zehntel. Komma nicht vergessen, ja, wieder untereinander. Und dann sind wir in den Einern. 2 Einer plus 2 Einer sind 4 Einer. So, also du würdest jetzt in deinem Antwortsatz schreiben, das Gesamtgewicht der Zwillinge betrug 4,61 Kilogramm.